So, zum Schluss dieses Sportblocks noch was zur eigenen Sache, denn auch gestern kam zu uns die Nachricht, dass Jörg Berger gestorben ist. Ein Mann, mit dem wir viele Weltmeisterschaften bestritten haben und Europameisterschaften und den wir kennengelernt haben, sehr gut sogar und vor allen Dingen auch schätzen gelernt haben. Und wir haben überlegt, was kommt uns in den Sinn, wenn wir über Jörg Berger nachdenken. Viele, viele schöne Szenen, die wir mit ihm erlebt haben hier und die möchten wir zusammen mit Ihnen nochmal an uns vorbeiziehen lassen. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Guten Morgen, Peter. Ach du meine Güte. Ja, ja. Das ist aber Hallo. Schön. Hallo. Schrippen heißt das doch hier, oder? Ja. Heißt es nicht Schrippen in Berlin? In Berlin heißt es Schrippen, ja. Das ist richtig. Ich hatte gerade gedacht, was wäre jetzt schön, es wäre ein Brötchen schön. Dein Besuch natürlich auch. Jörg, moin. Moin. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit. Gab es Kritikpunkte gestern? Wenn man gewinnt, gibt es weniger Kritikpunkte. Ich muss bei so einer WM, und wir haben ja oft gesagt, wir haben eine junge Mannschaft, muss man die Spieler auch manchmal sogar belügen. Man muss ihnen sagen, du schaffst das, du bist stärker, als du vielleicht glaubst. Oder das, man muss sie einfach positiv einstimmen. Es ist ein Tor gefallen, was die argentinischen Spieler eigentlich nicht gemerkt haben, ist... Es war ein Eigentor, ja, Gott sei Dank. Und Deutschland gewinnt das Spiel trotzdem. Gefällt mir nicht, Peter. Nein? Nein, kein Respekt vom Gegner? Mache ich nicht mit. Ja, okay. Ist irgendwas passiert? Ich habe den WM-Plan kurzfristig geändert. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Bleibt noch zu sagen, auch vom ganzen Team. Mach's gut, Jörg.